Hallo Leute und willkommen auch heute wieder zu einer kleinen Eilmeldung, die sich aus drei verschiedenen Themen zusammensetzt, die aber traurigerweise, obwohl sie auf den ersten Blick nicht ganz so viel miteinander zu tun haben, in wundervoller Weise darstellen, was in diesem Land mittlerweile grundverkehrt läuft. Ich denke, so kann man es ausdrücken. Und damit starten wir direkt mit einer Meldung vom Presseportal, nämlich einer Polizeimeldung, die ich euch im Wortlaut vorlesen muss. Das kann man sich sonst nicht ausdenken. Ja, normalerweise machen wir hier keine Vorlesung, schon klar. Aber das muss ich euch wirklich jetzt eins zu eins, so wie das in diesem Presseportal publiziert wurde, wiedergeben. Ich habe mir extra einen Screenshot gemacht. Vermeldet wurde nämlich, war gut, gestern Abend mittlerweile, also das ist jetzt von 22.52 Uhr am Freitag, von der Polizei Hildesheim: Alkoholisierter Gast singt volksverhetzenden Text zu aktuell in Rede stehender Melodie. Was hat es damit auf sich? Hildesheim, Innenstadt. Gegen 19 Uhr meldete ein Anwohner aus der Hildesheimer Innenstadt, dass aus der Bar unter ihm zu der Melodie des Partysongs L'amour toujours einen Text mit volksverhetzendem Inhalt. Die Bar ist zu dem Zeitpunkt gut besucht. Für Freitagabend jetzt nicht so ungewöhnlich. Ebenfalls im Außenbereich. Es werden sofort mehrere Streifenwagen zu der besagten Bar entsandt. Vor Ort werden der Beschuldigte, ein 51-jähriger Algermissener sowie zahlreiche Zeugen der Tat festgestellt, deren Personalien festgestellt werden können. Der 51-Jährige äußerte auf Befragen, dass er den gesungenen Text, Zitat, nicht ernst gemeint hätte. Ob noch weitere Personen bei dem Lied mitgesungen haben, werden die Ermittlungen ergeben. Mhm. Einfach mal kurz sacken lassen. Hildesheim am Freitagabend, da hat es sich tatsächlich einer erdreistet in einer gut besuchten Bar, Absurdistan den Absurdistan an, beziehungsweise Deutschland den Deutschen zu singen. Ja, wie kann er es sich wagen, nicht wahr? How dare you? Gut, dass sofort zahlreiche Streifenwagen zur Stelle waren. Wo kämen wir denn sonst hin? Also praktisch der Untergang des Landes steht bevor, wenn man das nicht unverzüglich unterbindet. Eine Gefahr für die Demokratie. Gucken wir uns die nächste Meldung an. Einen Bericht der Bild-Zeitung. Nämlich vom Herrn Kiesewetter von der CDU. Der war auf Wahlkampftour. Ja, welche Überraschung, es sind ja bald EU-Wahlen. Und er wurde dort angegriffen. Da musste ich an Tim Kellner denken. Er hat mich geschubst, der hat mich zerkratzt. Denn genau in die Richtung geht es. Die Bild-Zeitung berichtet hochdramatisch, dass da plötzlich dieser Mann vor ihm stand, der ihn angeschrien hätte. Dann haben sie sich so ein bisschen gestritten. Und dann hätte er ihn vor einen Café in eine Pflanze geschubst. Und der Herr Kiesewetter, der wäre ja so aufgeregt gewesen, der hat nicht mal mitbekommen, dass er danach geblutet hat. Er sieht allerdings von einer Anzeige ab, wenn der Angreifer sich bei ihm entschuldigt. Jetzt muss man dazu sagen, der Angreifer, also der, mit dem er sich da gestritten hat, ist ebenfalls Wahlkämpfer, allerdings nicht von der CDU, sondern von einer anderen Partei, also praktisch die Konkurrenz. Die haben sich da ein bisschen in die Wolle bekommen. Das ist der Bild-Zeitung eine hochdramatische Schlagzeile eines Angriffs wert. Ja, da haben sich zwei Konkurrenten offensichtlich ein bisschen gezofft. Natürlich macht man das nicht und offenbar ging die Aggression von dem der Gegenpartei aus. So eine Kleinstpartei, völlig irrelevant, noch nie was von gehört. Aber muss man da jetzt so tun, als wäre sonst was passiert? Also das liest sich so die Schlagzeile, als wäre der Kiesewetter halb tot jetzt irgendwo im Krankenhaus. Und jetzt wisst ihr, worauf ich gerade anspiele, denn wir haben noch eine andere Meldung und die hat es wirklich in sich. Die ist zwar auch bereits von gestern, einige von euch haben es im Livestream in Echtzeit mitverfolgt, viele andere haben es dann im Nachgang in diversen Videos gesehen oder auf Twitter versucht, etwas zu rekonstruieren. Es gab nämlich einen echten Angriff und da wurde keiner in eine Pflanze geschubst und hat anschließend sich irgendwo was aufgeschürft. Nee, es kam mal wieder zu, sagen wir mal, einem... Jetzt fällt mir keine... Ich wollte gerade eine... Ich will mich nicht drüber lustig machen, weil ich wollte gerade irgendeine Formulierung finden, die das Ganze so ein bisschen zynisch auf den Punkt bringt. Aber mir fällt keine gute dazu ein. Naja, es hat mal wieder gemessert. Und zwar dieses Mal in Mannheim. Das Opfer, das kennt ihr alle. Das ist nämlich der Herr Stürzenberger, der seit vielen, vielen Jahren mittlerweile ziemlich beharrlich öffentlich sagt, dass gewisse Religionen bzw. deren Auslegungen eine Gefahr sind. Und zwar für die öffentliche Sicherheit. Praktisch für jeden potenziell in diesem Land. Heißt nicht, dass alle Angehörigen dieser Religion eine Gefahr sind, aber diese bestimmte Auslegung, Stichwort Islamismus, die ist es eben schon. Und das hat sich nun gestern traurigerweise bestätigt. Der Herr Stürzenberger ist angegriffen worden auf einer Kundgebung in Mannheim. Die Polizei stand daneben, hat blöd geklotzt. Das ist kein Witz. Also ich habe ja echt beim ersten Mal, als ich das Video gesehen habe, gedacht, ich gucke nicht richtig. Beim zweiten Mal habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Denn man sieht wirklich eins zu eins den Ablauf. Man sieht, wie ein Irrer, Messermann, mittlerweile kam raus ein Afghane, der sich seit 2014 im Land befindet, als, ihr wisst schon was, eingereist hierzulande.
Man sieht, wie der auf den Herrn Stürzenberger losgeht. Dann geht der Security-Mitarbeiter vom Herrn Stürzenberger dazwischen, bringt den Gegner, also den Angreifer, auch zu Boden. Das funktioniert soweit. Der Security-Mann hat wirklich einen guten Job gemacht. Und dann kommt der Polizist und springt auf den Security-Mann, der gerade den Angreifer zu Boden gerungen hat. Guckt euch das Video an, ihr werdet es nicht fassen. Gut erkennbar Security übrigens, also blaue Weste, weiße Hose, genauso wie die anderen Mitarbeiter bzw. wie der Rest des Teams vom Herrn Stürzenberger. Da kann man jetzt auch nicht sagen, der hätte da im Gerangel vielleicht Leute vertauscht. Der soll aber zum Optiker gehen, wenn er so dermaßen schielt. Man hat wirklich, selbst beim ersten Durchlauf des Videos gesehen, dass der mit der blauen Jacke und der weißen Hose zum Stürzenberger Team gehört. Und gerade einen Irren mit einem riesen Messer in der Hand, der den Herrn Stürzenberger abgestochen hat vorher, den gerade zu Boden gebracht hat. Die Polizei stand die ganze Zeit da. Die sollten nämlich die Veranstaltung eigentlich absichern. Die kamen jetzt nicht spontan vorbei und sind erst ins Geschehen gestolpert. Die hätten das sehen müssen. Das war ihre Aufgabe. Und dann ist dieser Polizist so intelligent, auf den Security-Mann loszugehen, der den irren Angreifer gerade überwältigt hat. Was macht der irre Angreifer? Ja, der springt natürlich wieder auf. Und geht dann anschließend auf den Polizisten los, der den Security-Mann nun zu Boden gerungen hat. Ja, da hat der Polizist relativ schnell die Quittung für sein dämliches Verhalten bekommen. Kann man nur hoffen, dass er noch draus lernen kann und sich beim nächsten Mal vielleicht zweimal überlegt, ob es nicht klüger wäre, den Angreifer dingfest zu machen und nicht den, der einen Angreifer gerade zu Boden gebracht hat. Aber das nur so die Kurzzusammenfassung. Es standen übrigens 4 Polizisten erkennbar im Video. Am Ende hat dann ein Polizist geschossen, aber erst nachdem der Angreifer den Polizisten, der sich auf den Security-Mitarbeiter gestürzt hat, attackiert hat. Wo man auch denkt, ja, lieber Kumpel, du stehst da die ganze Zeit. Da rennt ein Irrer mit dem Messer rum. Verletzt mindestens 4 Leute. Ich glaube, mittlerweile ist von 6 Leuten die Rede. Und die Polizei steht da und guckt erstmal sekundenlang. 2 standen in der Ecke, haben sich fast eingekackt, so ein Mädel und noch einer. Das sah wirklich aus wie eine Buchse voll. Ja, gut, das haben sie in der Ausbildung vielleicht wirklich nicht gelernt. Die waren da offensichtlich völlig überfordert. Und einer hat dann nach Sekunden, also wirklich über eine halbe Minute hat er da rumgemessert, einer hat dann irgendwann mal gedacht, oh, jetzt muss ich vielleicht doch mal dazwischen gehen und hat dann auf den Angreifer geschossen, als der auf den nächsten mit dem Messer losgegangen ist, und zwar auf seine eigenen Kollegen. Ansonsten hätte der Polizist wahrscheinlich bis heute noch nichts gemacht oder so. Zumindest wirkte es sehr danach, wo man sich echt nur noch an den Kopf packt und fragt, was läuft denn eigentlich schief in dem Land? Da steht die Polizei rundherum. Es ist ihre Aufgabe, die Veranstaltung abzusichern. Ob man die nun politisch mag oder nicht, ist völlig egal, aber es ist eine völlig legitime Versammlung, die offensichtlich nicht unbegründet ist. Nämlich genau über solche Probleme aufzuklären, dass es da gewisse Fundamentalisten im religiösen Bereich gibt, die eben mitunter jeden anderen umbringen wollen, der ihre Ideologie nicht teilt. Und das konnte ja nun in Mannheim gestern traurigerweise live miterlebt werden. Worst-Case-Szenario eingetreten, genau das, wovor Herr Stürzenberger die ganze Zeit gewarnt hat. Da steht die Polizei die ganze Zeit daneben, geht dann auf den Falschen los und seine 3 Kollegen gucken blöde zu. Mittlerweile gibt es eine Entwarnung, will ich es nicht nennen, ist immer noch schlimm genug, aber Herr Stürzenberger hat sich mittlerweile zu Wort gemeldet. Es geht ihm wohl den Umständen entsprechend gut, ich will es nicht gut nennen, aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Der Polizist allerdings, der statt den Angreifer aus dem Verkehr zu ziehen, auf den Security-Mitarbeiter losgegangen ist, ja, da ist wohl noch nicht klar, ob der noch was lernen kann oder nicht. Das ist jetzt wohl alles noch unschön. Der hat nicht das allerbeste Wochenende aller Zeiten. Aber was ebenfalls abstrus ist, die Berichterstattung darüber. Es hat sich relativ frühzeitig der Herr Wendt zu Wort gemeldet von der Polizeigewerkschaft und da dachte ich auch, das meinst du jetzt nicht ernst. Der hat sich nämlich hingestellt und meinte, ich habe jetzt nur noch sinngemäße Zitat im Kopf, da wären 2 Extremisten aneinander geraten. Wie bitte? Da geht ein Irrer mit einem Messer auf jemanden los, der nichts anderes tut als reden. In der Regel Suren aus dem Koran zitieren und diese zur Debatte stellen. Ja, sehr extremistisch, nicht wahr? Da geht jemand mit einem Messer auf eine Person los, der lediglich spricht. Und zwar nichts Böses, sondern in aller Regel Zitate und Auslegungen eben jener. Und das sind dann 2 Extremisten, die aufeinandertreffen. Da wird also das Kritisieren einer Auslegungsart einer Religion gleichgesetzt mit einem irren Messerangriff. Ist das ernst gemeint, lieber Herr Wendt? Ja, er hat dann in dem gleichen Interview oder in dieser gleichen Filmsequenz, muss irgendwas öffentlich-rechtliches, Dummfunkmäßiges gewesen sein, ARD oder so, hat er den Angreifer noch als Messerhelden bezeichnet. Ich kann mir vorstellen, wie es gemeint war. Er hat wahrscheinlich irgendeine politisch korrekte Bezeichnung gesucht. Ich denke nicht, dass er den wirklich als Helden sieht oder sowas. Aber es tut mir leid, wo sind wir denn mittlerweile gelandet? Da wird es fast schon entschuldigt, dass jemand mit dem Messer auf andere losgeht, weil der andere hätte ja nicht kritisieren müssen in die Richtung. Und dann wird er auch noch als Messerheld bezeichnet, weil man offenbar nicht
die Eier in der Hose hat, in dem Moment zu sagen, das ist offenbar ein potenzieller Terrorist. Ja, mittlerweile geht man davon aus, hat wohl ein islamistisches Motiv gehabt. Ja, welche Überraschung! Nee, der ist auf den Herrn Stürzenberger losgegangen, weil ihm dessen Schuhe nicht gefallen haben. Also man krapscht sich doch an den Kopf, oder? Und wenn man sich dann noch die Berichterstattung dazu anschaut, dann fragt man sich wirklich, wann ist dieses Land eigentlich exakt wo falsch abgebogen? Der wird sich hingestellt und wird versucht, das Opfer zu diffamieren, weil der wäre ja vorbestraft. Ja, weil er was kritisiert, was man in diesem Land nicht kritisieren darf, finde den Fehler. Er wäre ihm einfach vorbestraft und so in die Richtung geht er, so eine böse Richtung, na, hätte ja nicht provozieren müssen. Ist es also provozieren, wenn man ein offensichtlich vorhandenes Problem, das Ereignis in Mannheim hat es gestern gezeigt, eins von vielen, es messert ja jeden Tag irgendwo. Ist es also provozieren, wenn man dieses Problem öffentlich anspricht? Ja, interessant. Faszinierende Auslegungssache. Heißt also, wenn jemand etwas sagt, was ein anderer nicht hören will, dann hat der andere das Recht, ihn niederzustechen, laut dieser Interpretation? Das ist dann die freiheitliche Demokratie im besten Absurdistan, das wir jemals hatten? Finde den Fehler auch hier, nicht wahr? Also es ist doch echt hanebüchen. Stellt man sich hin, versucht das Opfer irgendwie schlecht zu machen. Ja, man redet auch darüber, dass es da einen Angriff gegeben hat und dass es so ein mutmaßlicher Islamist war und so weiter und so fort. Aber der erste Beißreflex der Medien war zu versuchen, möglichst den Herrn Stürzenberger als Bösen will ich es nicht nennen, aber zu framen. Ich glaube, da versteht er, was gemeint ist. Da könnt ihr euch diverse Artikel zu anschauen, unter anderem die Bild-Zeitung gestern. Die haben allesamt versucht, den Herrn Stürzenberger schlecht zu machen. Die haben zwar nicht offen gesagt, dass es ja dadurch dann gerechtfertigt ist, dass er abgestochen wird, aber es schwang zwischen den Zeilen so etwa ein bisschen mit. Und dazu kam dann, dass unter anderem auf TikTok relativ flott auch Islamisten hervorgetreten sind, die das Ganze geil fanden und dazu aufgerufen haben, dass sowas doch noch viel mehr zur Tagesordnung werden soll. Ja, Glückwunsch! Das ist wirklich das beste Absurdistan aller Zeiten, nicht wahr? Naja, kann man an der Stelle nur den Betroffenen gute Besserung wünschen. Nicht nur den Herrn Stürzenberger, auch dem Polizisten, der hoffentlich jetzt Lehrgeld bezahlt hat und daraus lernen können wird. Und die anderen Unbeteiligten, die noch drumherum standen, die auch was abbekommen haben. Denn das sind Zustände. Mittlerweile ist es, ja, man muss damit rechnen, es ist in diesem Land einfach normal geworden. Aber das ist doch eine Situation. Es ist doch hanebüchen, dass man mittlerweile sagt, dass es normal geworden ist, oder? Aber es ist ja so. Zeigt mir eine Woche, wo es nicht irgendwo messert. Mittlerweile gehen selbst Grundschüler aufeinander los. Also ja, man muss mit solchen Sachen rechnen und die meisten tun das mittlerweile auch. Aber sollte das in einem angeblich freien Land so sein? Ich wage es zu bezweifeln. Naja, kommen wir erstmal zum Ende. Haben wir genügend Nachrichten zusammengepackt. Aber ich wollte euch nur mal so die Prioritäten zeigen in diesem Land. Zahlreiche Streifenwagen zu einer Bar geschickt, wo da jemand besoffen gegrölt hat. Ja, und bei einer offiziellen Veranstaltung, wo ein Irrer mit dem Messer amok läuft, da stehen da vier daneben und gucken und drei scheißen sich ein, einer wartet und der nächste geht auf den Falschen los. Ja, vielleicht sollte die Ausbildung der Polizei nochmal überdacht werden, denn offensichtlich war der Einzige, der seinen Job vernünftig gemacht hat, der Mitarbeiter vom Security-Dienst vom Herrn Stürzenberger. Der hat es wirklich hinbekommen, den Täter zu überwältigen. Die anderen, ja, schaut euch das Video an, da muss ich nichts zu sagen. Also, das spricht für sich und da haut er euch dann wirklich weg. Also nicht, weil es irgendwie lustig ist, aber weil es unfassbar ist, weil es unglaublich ist. Man will nicht glauben, dass es echt ist, aber es ist echt. Naja, bei so einer Polizeiarbeit, gute Nacht, ne? Jetzt kommt bitte nicht, habe ich gestern auch schon gelesen, irgendwelche Dorftrolle, die meinten, aber das wäre doch menschlich, dass die überfordert waren und die mussten doch erstmal das Geschehen überblicken. Und naja, das ist doch normal, dass die nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Wir reden hier über die Polizei, die haben angeblich ein Gewaltmonopol in diesem Land. Die haben zu wissen, wie sie sich verhalten sollen. Genau deswegen lernen sie das. Die kann man jetzt nicht mit Oma Inge, die gerade über den Marktplatz spaziert, vergleichen. Wenn die Polizei es nicht weiß, wenn die mit so einer Situation überfordert sind, dann ist da offensichtlich was grundverkehrt gelaufen. Denn ja, bei denen, die angeblich die Bevölkerung beschützen sollen, weil selber darf man ja kaum was machen, die angeblich die Bevölkerung schützen sollen, die müssen das verdammt nochmal auch können. Und wenn sie es nicht können, ja, dann muss das Problem gelöst werden, nicht wahr? Aber sich dann hinzustellen, ja, er hätte das ja falsch eingeschätzt und man kann doch mal Fehler machen. Ja, das sind aber Fehler, die entscheiden über Leben und Tod und das hat nicht zu passieren, ganz einfach. Das mag jetzt hart klingen, aber das müssen die in der Ausbildung lernen. Und dann sollte man vielleicht auch bei der Auswahl entsprechender Leute ein bisschen gucken, ob die denn dazu grundsätzlich in der Lage sind, in einer entsprechenden Stressreaktion auch zu handeln und nicht zu klotzen, also reflexartig zu handeln. Die zwei, die man in dem Video gesehen hat, die standen nämlich da und haben geklotzt und haben da wirklich gesagt, das machen die sich gleich in die Hose. Und ob das dann sinnvoll ist, die in so einen Einsatz zu schicken. Ja, mag menschlich sein, dass man da zögert, aber verdammt nochmal, dann ist es vielleicht nicht der richtige Posten.
Aber gut, ist nun mal so am besten absurdes Teil aller Zeiten. Gibt mittlerweile Internet-Memes, wo man da so eine Sprechblase zu dieser Polizistin hinzugefügt hat, wo dann drunter steht, hallo, hallo, hören Sie auf, lassen Sie den Mann in Ruhe. Ja. Es ist wirklich nicht lustig, weil eben auch schwerste Verletzungen entstanden sind bei mehreren Beteiligten. Aber die Absurdität des Ganzen, das ist wirklich Realsatire, oder? Naja, ich denke, wir sehen uns nachher nochmal. Mal gucken, wann ich heute zu Hause bin. Lasst euch nicht ärgern. Und nehmt den ganzen Scheiß nicht allzu ernst. Denn dreht er ja durch, wenn er den Quatsch ernst nimmt hierzulande.